Seit Ende der 90er Jahre sind Wissenschaftler in der Lage, Kühe, Schweine, Ziegen und andere Tiere zu klonen. Ihr oberstes Ziel war es jedoch immer, ausgestorbene Tierarten von den Toten auferstehen zu lassen. Im Jahr 2003 schrieb ein spanischer Wissenschaftler namens Dr. José Feuk Geschichte, indem er erfolgreich den Pyrenäensteinbock klonte, der leider wenige Minuten später aufgrund eines Lungenproblems starb. Diese verrückte Errungenschaft hat auf jeden Fall ein großes Fass aufgemacht und hier ist eine Liste anderer ausgestorbener Arten, die wir vielleicht bald wieder zum Leben erwecken könnten. Der Dodo war ein echter Prachtbursche, der auf der Insel Mauritius sein Leben fristete, aber er konnte nicht fliegen wie sein Cousin der Strauß. Der Dodo war eine regelrechte Legende, von der jeder besessen war. Dieses Tier lebte auf der Insel ohne Raubtiere, die sie belästigen konnten. Das klingt entspannt, oder? Keine Gefahr, dass ihre prallen Hinterteile von einem hungrigen Raubtier gefressen werden. Aber genau das führte zu ihrem Untergang. Stell dir vor, du chillst jeden Tag, knabberst ohne Sorgen an Früchten, Nüssen, Schnecken und kleinen Wirbeltieren. Dann tauchten im 16. Jahrhundert plötzlich ein paar holländische Seeleute auf, die mordsmäßigen Hunger haben. Und sie sehen dich mit deiner langsamen und neugierigen Art und denken, hey, das sieht nach einem leichten Snack aus. Da du noch nie Raubtiere kanntest, weißt du nicht, wie du dich verteidigen oder verstecken sollst, wie etwa auf Bäume fliegen. Und so kam es, wie es kommen musste. Im Grunde waren diese Siedler also einfach skrupellos und zerstörten die Heimat der Dodos. Sie brachten sogar eine Menge invasive Arten mit, die alles durcheinander brachten. Und im 18. Jahrhundert war der Dodo weg. Er wurde zu einem Symbol dafür, wie sehr Menschen alles durcheinander bringen können, wenn sie nicht über die Konsequenzen ihres Handelns nachdenken. Aber jetzt reden einige Biologen von Auferstehungsbiologie oder De-Extinction. Im Grunde nehmen sie rumliegende DNA der ausgestorbenen Art und spielen ein bisschen mit der DNA verwandter Arten herum, um den Vogel wiederherzustellen. Versteht das nicht falsch, sie versuchen nicht einfach irgendeinen alten Vogel zurückzubringen, weil er hübsch ist oder so. Die Kollegen sind super wichtig für das Ökosystem von Mauritius. Ohne sie sind viele Pflanzenarten in ernsthaften Schwierigkeiten, weil sie auf die Vögel angewiesen sind, um ihre Samen zu verbreiten. Und wenn sie das nicht tun können, werden diese Pflanzen einfach aussterben oder müssen sich auf andere Tiere verlassen, um diese Aufgabe zu übernehmen. Das Wollhaarmammut. Hast du schon mal von diesen massiven Viechern gehört, die als Wollhaarmammuts bekannt sind? Diese Dudes waren richtige Maschinen und konnten dich mit einem Kopfschuss ins Jenseits befördern. Sie waren wie prähistorische Elefanten und sie starben schließlich vor etwa 3600 Jahren auf der Wrangelinsel in Russland aus. Das war quasi die letzte Bastion dieser Mammuts, weil fast die gesamte Art schon vor 10.000 Jahren ausgestorben war. Diese Mammuts waren perfekt angepasst, um in verrückt kalten Temperaturen zu leben, bei denen du sterben würdest, wenn du nicht sofort ins Warme kommst. Und sie waren verdammt riesig. Sie konnten bis zu 10 Tonnen wiegen, was viel mehr ist als afrikanische Elefanten. Diese Kerle bringen es gerade mal auf 6 Tonnen. Ihre Schultern konnten bis zu 3,5 Meter hoch sein. Aber das Verrückteste sind ihre Stoßzähne, Diggi. Diese Dinger konnten über 4 Meter lang sein. Das ist wie gemacht, um Raubtiere wie Höhlenlöwen aufzuspießen. Diese Dudes konnten bis zu 300 Kilogramm wiegen, was über 100 Kilogramm schwerer ist als die heutigen Löwen in der Savanne. Oder der Kurznasenbär. Diese Kerle brachten es auf bis zu 1 Tonne pure Wut, was etwa 300 Kilogramm mehr ist als die schwersten Bären heute. Du brauchst schon ordentlich Verteidigungsfähigkeiten, um es mit diesen Ungeheuern aufzunehmen, zusätzlich zu den verfluchten Menschen, die ihnen Speere hinterhergeworfen haben. Genau diese Menschen, die früher Speere auf Mammuts geworfen haben, fühlen sich jetzt mega schuldig und wollen es wieder gut machen. Wissenschaftler haben haufenweise Mammutreste im Eis gefunden, was bedeutet, dass sie die gesamte DNA haben, die sie dafür brauchen. Diese Mammuts sind quasi Cousins der modernen Elefanten, sodass Biologen bei dem Gedanken, eine Hybridart zu erschaffen, die mit eiskalten Klimazonen zurechtkommt, ins Schwärmen geraten. Obwohl sich der Planet aufheizt, gibt es immer noch einige kalte Ökosysteme, wie die vorhin genannte Wrangelinsel, wo diese Mammuts früher abgehangen haben. George Church ist ein Bossbiologe, der bei Harvard die Initiative ergreift, diese Wollhaarmammuts wiederzubeleben. Er sagt, sie werden Wunder für die arschkalten Ökosysteme bewirken, in denen sie früher gelebt haben, indem sie helfen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Als erstes werden sie den Schnee abgrasen, um an die darunter wachsenden Pflanzen zu kommen. Sie fressen einfach, was sie brauchen und ziehen weiter, was tatsächlich dabei hilft, das Gras kurz zu halten und Platz für neue Pflanzen zu schaffen. Außerdem, wenn sie herumlaufen, trampeln sie den Schnee fest, was es für andere Tiere einfacher macht, sich fortzubewegen. Zu guter Letzt, der dicke alte Kackhaufen dieser Mammuts ist wie ein Superfood für Pflanzen. Er düngt den Boden und hilft somit dem Wachstum der Pflanzen. Also siehst du, diese Mammuts zurückzubringen könnte ziemlich geil für das gesamte Ökosystem sein. Und jetzt hör zu, laut einigen hochkarätigen Gentechnikforschern könnten diese Mammuts bis Ende der 2020er Jahre wieder auf der Bildfläche erscheinen. Das ist quasi gleich um die Ecke. Das wird spannend. Der Beutelwolf, auch bekannt als tasmanischer Tiger. Dieser Fleischfresser war ein echter Ureinwohner Tasmaniens in Australien und war der größte Fleischfresser aller Beuteltiere. Dieser Typ war etwa 1,30 Meter lang und wog 30 Kilogramm und er war ein echter Killer. Er jagte und schickte Kängurus und Vögel auf den Friedhof. Er konnte wie ein Känguru springen und 3 Meter hoch hüpfen. Außerdem konnte sich sein Maul bis zu 120 Grad öffnen und sein Kiefer war stark genug, um den Schädel eines jeden Opfers in der Nähe zu zerquetschen. Der Beutelwolf war auch bekannt für seine berühmten vertikalen schwarzen Streifen auf seinem Rücken und Schwanz. Die armen Dudes starben endgültig im letzten Jahrhundert in Tasmanien aus. Er wurde seit den 1800er Jahren gejagt, weil ein paar dumme Siedler ihn als Schafsmörder betrachteten. Sie setzten sogar Prämien aus, um die Bauern dazu zu ermutigen, ihn wie verrückt zu massakrieren. Der letzte wilde Beutelwolf wurde 1930 von einem Bauern erlegt und der letzte in Gefangenschaft starb 1936, weil einige Idioten im Zoo sich nicht um ihn kümmerten. Sie ließen ihn tagsüber in der glühenden Sonne und nachts in der eiskalten Kälte, weil sie anscheinend nicht wussten, wie man einen Zoo führt oder so. Wie dem auch sei, ich hoffe, das Karma kam zurück und hat sich um diese Taugenichtse gekümmert. Heutzutage ist der Beutelwolf ein verdammter Postmortem-Held. Unzählige Organisationen haben versprochen, bedrohte Arten zu schützen und dafür zu sorgen, dass wir nicht noch mehr Tiere wie ihn verlieren. Wir können nicht zulassen, dass sich die Geschichte wiederholt. Seit den frühen 2000er Jahren gibt es eine Menge australischer Forschungsgruppen, die total darauf abfahren, den Beutelwolf wieder zum Leben zu erwecken. Sie wollen das wirklich durchziehen. Im Jahr 2020 haben sie DNA aus einem mumifizierten Beutelwolf extrahiert, der 106 Jahre alt war. Sie konnten das gesamte Genom kartieren, ein wichtiger Schritt, um diesen Kerl zu klonen und ihn von den Toten zurückzubringen. Und erinnerst du dich an Dolly das Schaf? Sie wurde vor etwa 20 Jahren geklont. Sie wurde 1996 geboren und starb 2003. Das ist, was die Wissenschaft tun kann, wenn sie alles
alles hat, was sie braucht. Um einen Beutelwolf zu klonen, musst du Eizellen von einem Tier extrahieren, das diesem Kerl sehr nahe ist, das genetische Material mit dem Beutelwolf-Genom austauschen und dann in eine Mama von einer nahe verwandten Art einsetzen, die noch lebt. Bei den Mammuts wären das zum Beispiel deren moderne Cousins, die Elefanten, aber beim tasmanischen Tiger gibt es keine nahen Verwandten mehr, die noch leben. Das nächste, was sie haben, ist der tasmanische Teufel und der ist ein eher unentspannter Kollege. Das riesige Einhorn von Sibirien. Das Elasmotherium Sibiricum war wie ein echter Schwergewichtschampion. Dieser Kerl wog etwa 4 Tonnen, der werden selbst heutige Nashörner neidisch. Aber das juckt euch, denke ich, nicht. Ihr geiert doch nur auf sein riesiges Horn. Das Elasmotherium wurde nicht von Homo sapiens sapiens ausgelöscht, wie viele andere Arten. Dieses Biest war einfach zu verdammt gut darin, in der Eiszeit zu überleben. Aber dann, als das Klima relativ schnell wechselte, konnte das alte Elasmotherium sich nicht anpassen und starb aus. Sie war wie eine echte Prinzessin. Sie wollte nur die gleichen trockenen Pflanzen essen, an die sie gewöhnt war, obwohl es noch andere Dinge zu mampfen gab. Man konnte also sagen, sie war so wählerisch, dass sie sich selbst ausgelöscht hat. Jetzt, bevor irgendein Biologe kommt und mir eine Bombe verpasst, erzähle ich euch von der neuesten Forschung. Es stellt sich heraus, dass das sibirische Einhorn wahrscheinlich eher so aussah. Das Horn ist winzig. Ich meine überdurchschnittlich. Die Technik zählt. Nee, aber im Ernst, es ist super schwierig, ein Horn zu fossilisieren, weil es aus dem gleichen Zeug besteht wie unsere Nägel und Haare, die eher keinen Bock haben, zu Fossilien zu werden. Also haben die Wissenschaftler einfach die Größe des Horns geschätzt. Aber es sieht so aus, als ob sie falsch lagen, denn die neue Forschung sagt, dass das Horn eigentlich ziemlich klein war. Das sibirische Einhorn lebte neben modernen Menschen und es gab sogar einige Höhlenmalereien in der Karpowa-Höhle in Russland, die dieses Tier zu zeigen scheinen. Da sie im gefrorenen Norden leben, könnten Wissenschaftler, wenn sie jemals ein gefrorenes Elasmotherium finden, wie bei den Wollhammermuts, ein vollständiges Genom erhalten und mit viel Glück unsere Einhornprinzessin wieder zum Leben erwecken. Aber wenn sie das tun, sollten sie sicherstellen, dass sie ein anständig großes Horn hat, sonst wird es niemanden interessieren. Die Wandertaube. Stellt euch das vor. Schwärme von Tauben, die so massiv sind, dass sie einen Großteil des Himmels verdunkeln, wie eine Heuschreckenplage schwärmen und ganze Gebiete verwüsten. Lass mich dir die Wandertaube vorstellen. Früher gab es Milliarden von ihnen. Und jetzt? Keine einzige mehr übrig. Tatsächlich gibt es heute etwa 400 Millionen Tauben auf der Welt, aber das ist nur ein Bruchteil der Population von Zugtauben, die es früher allein in Nordamerika gab. Sie waren so zahlreich, dass Geschichten aus dem 19. Jahrhundert erzählen, wie sie zu Millionen um Farben herumflogen und Äste erbrachen, indem sie sich einfach auf sie setzten. Und das ist noch nicht alles. Einige Wissenschaftler zählten damals die verschiedenen Gruppen und ein gewisser John James O'Dubbin sah an einem einzigen Tag 163 große Gruppen über ihm in Kentucky fliegen. Das sind fast 1 Milliarde Tauben. Es gibt sogar eine andere Erzählung von einem Schwarm Wandertauben, der unglaubliche 14 Stunden brauchte, um über ein Gebiet zu fliegen, weil es so viele von ihnen gab. Diese Gruppe war angeblich 500 Kilometer lang und über 1 Kilometer breit. Die Wandertaube wurde komplett von der Erde getilgt und das alles dank menschlicher Schurken. Sie jagten sie bis zur Ausrottung, zerstörten ihren natürlichen Lebensraum und verbreiteten Krankheiten, die enorme Verluste bei diesen armen Vögeln verursachten. Die Jagd wurde besonders gefördert, da diese geschätzt 3 bis 5 Milliarden Wandertauben, die noch im 19. Jahrhundert lebten, alles auf ihrem Weg verwüsten konnten, besonders Bäume, wie bereits erwähnt. Es war, als hätte ein Tornado der Kategorie 5 zugeschlagen. Und das Verrückte ist, man brauchte nicht mal Waffen, um sie zu jagen. Es gab so viele auf jedem Baumast, dass die Leute einfach nachts mit Stöcken in den Wald gingen und die Tauben herunterknüppelten. Es war eine einfache Möglichkeit, Nahrung zu bekommen, die die Amerikaner tagelang ernähren konnte. Stellt euch nur die Zerstörung vor, die diese Tauben der Ernte zufügen konnten. Kein Wunder, dass die Amerikaner sie ausrotten wollten und es auch geschafft haben. Die letzte wilde Wandertaube wurde 1900 in Ohio gesichtet, während die letzte in Gefangenschaft lebende Taube, ein Weibchen namens Martha, 1914 im Zoo von Cincinnati starb. Viele Raubtiere wie Adler, Falken und Kojoten hatten leichtes Spiel, wenn es darum ging, die Wandertaube zu fressen. Das Verschwinden dieser Vögel hatte einen massiven Einfluss auf deren Population, ganz zu schweigen von der Verwüstung der Waldökosysteme, die auf ihre Samenverbreitung und Bodendüngung angewiesen waren. Glücklicherweise bedeutet das jüngste Aussterben, dass Biologen gut erhaltene Exemplare zur Arbeit haben und sie damit vielleicht das Genom der Wandertaube rekonstruieren können, um es mit einem Ei von ihrem nächsten lebenden Verwandten, der Bindentaube, zu kombinieren. Allerdings bleibt die Frage, ob eine Bindentaube ein kleines Küken, das überhaupt nicht wie sie aussieht, versorgen möchte. Vielleicht können Biologen die Rolle der Adoptivmütter übernehmen. Trotz dieser kleinen Details ist sie zweifellos eines der Tiere, das eine Chance hat, in naher Zukunft wieder zum Leben erweckt zu werden. Der Auerochse, auch als Wildstier bekannt, sieht unseren modernen Kühen und Stieren verdammt ähnlich und das liegt daran, dass er der Großvater aller modernen Rinderrassen ist. Vor mehr als 10.000 Jahren wurde er gezähmt und das führte zu all diesen schmackhaften Hausrassen, die du kennst. Ob du sie streicheln oder verspeisen willst, das ist deine Sache. Ich verurteile da niemanden. Der Auerochse war mit einer Schulterhöhe von 1,80 Meter riesig. Und vergessen wir nicht diese epischen 1 Meter langen Hörner. Das war ein Anblick, der sich sehen lassen konnte. Und reden wir mal über Fernweh. Diese Biester waren migratorisch as fuck. Sie streiften durch riesige Gebiete auf der Suche nach dem besten Gras, Rinde und saftigen Früchten. Und weißt du, was passiert, wenn sie all das gute Zeug fressen und wie verrückt kacken? Ja, weißt du, wir haben es schon ein paar Mal in dem Video erwähnt. Sie werden zu einem wichtigen Teil des Ökosystems, sie düngen den Boden mit ihrem Kot. Offensichtlich waren die Menschen der damaligen Zeit total begeistert vom Auerochsen, nicht nur wegen des leckeren Fleisches, sondern auch wegen seiner Knochen, die sie zu allen möglichen Dingen verarbeiteten. Von Werkzeugen über Schmuck bis hin zu Instrumenten. Es ist die gleiche, traurige Geschichte wie so oft. Der Auerochse ging denselben Weg wie viele andere Kreaturen. Wurde zu viel gejagt, verlor seine Bude an die Menschen und ehe man sich versah, war er vor 400 Jahren ausgestorben. Der letzte starb in den 1600er Jahren in Polen. Aber Wissenschaftler haben schon eine Weile in ihren Labors geackert, um den Auerochsen mit allen Mitteln zurückzubringen. Sie haben eine Menge seiner DNA extrahiert, mit mäßigem Erfolg. Also haben sie in den letzten 10 Jahren ihren Fokus auf moderne Kühe verlegt, die genetisch am nächsten mit dem Auerochsen verwandt sind, mit welchen sie fleißig selektiv am Züchten sind. Dieses Programm ist Teil von Rewilding Europe, einer Bemühung, die verlorenen Wildarten zurück auf den Kontinent zu bringen. Lass uns mal real werden und ein paar gute Gründe geben, warum es sich lohnt, den Auerochsen zurückzubringen, sonst werden die Skeptiker die Party ruinieren. Erstens
Erstens hat der Auerochse einen erheblichen kulturellen und historischen Wert in Europa. Er ist eine prominente Figur in der prähistorischen Kunst und spielte eine entscheidende Rolle für das Überleben und die Entwicklung der antiken menschlichen Gemeinschaft. Der Auerochse war früher ein wichtiger Faktor, um Pflanzen und Tiere in Europa in Balance zu halten. Ihre Wiedereinführung könnte dazu beitragen, die natürlichen Ökosysteme wieder in Ordnung zu bringen, die wir mit unserem menschlichen Unsinn durcheinander gebracht haben. Und für die schlauen Köpfe da draußen, normale Kühe haben heutzutage keine große genetische Vielfalt mehr, weil sich ihre DNA nur begrenzt vermischt. Aber wenn wir die wiederauferstandenen Auerochsen mit den modernen Rindern kreuzen, können wir diese Vielfalt wiederherstellen, was zu robusteren Tieren führen könnte. Das wird den Veganern und Tierliebhabern nicht gefallen, aber wir müssen das finanzielle Potenzial anerkennen, wenn wir den Auerochsen wieder einführen und sein Fleisch zu einer Delikatesse machen. Die Idee, diese ausgestorbenen Tiere wieder zum Leben zu erwecken, sorgt sowohl in der wissenschaftlichen Gemeinschaft als auch in der Öffentlichkeit für viel Wirbel und Streit. Es wirft einige ernsthafte ethische und ökologische Fragen auf. Einige Leute sind besorgt, dass die Wiedereinführung dieser Tiere die bereits angeschlagenen Ökosysteme stören oder Probleme mit den heutigen einheimischen Arten verursachen könnte. Es gibt noch einige weitere Tiere, die Wissenschaftler wiederbeleben wollen. Vielleicht mache ich also noch ein zweites Video zu diesem Thema.